Guten Morgen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Steuernachrichten. Heute habe ich folgende Themen für Sie. Private Nutzung eines betrieblichen Telefons, kein Sonderausgabenabzug bei steuerfreiem Arbeitslohn aus einer Tätigkeit in einem Drittstaat und Dienstaufsichtsbeschwerde versus Fachaufsichtsbeschwerde. Stellt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein betriebliches Telefon zur Verfügung, das auch für private Zwecke genutzt werden darf? So stellt die Kostenübernahme der Privatgespräche einen steuerbaren, geldwerten Vorteil dar. Dieser ist jedoch nach § 3 Nummer 45 Einkommenssteuergesetz steuerfrei. Voraussetzung ist, dass es sich um ein betriebliches Telefon handelt. Im Urteilsfall hat ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern die privaten Telefone sprichwörtlich für ein Apple und ein Ei abgekauft. Er kaufte ihre Geräte tatsächlich für 1 bis 6 Euro. Die Betriebsprüferin sah hierin einen Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 Abgabenordnung und behandelte die Kostenübernahme als steuerpflichtigen Arbeitslohn. Letztendlich stellte der BfH fest, dass hier kein Scheingeschäft im Sinne des Paragrafen 41 Absatz 2 Abgabenordnung vorliegt, da es den Beteiligten insbesondere auf die Gültigkeit des Kaufvertrags ankam. Sein Urteil, die Kostenübernahme ist auch dann steuerfrei, wenn der Arbeitgeber zuvor das Mobiltelefon von seinem Arbeitnehmer zu einem geringeren, also auch unter dem Marktwert liegenden Preis erworben hat und ihm das Gerät unmittelbar danach wieder zur privaten Nutzung überlässt. Peter war als Arbeitnehmer von seinem inländischen Arbeitgeber zeitlich befristet in die Volksrepublik China entsandt worden. Seinen inländischen Wohnsitz behielt er bei. Der von ihm bezogene Arbeitslohn entfiel zu ca. 88% auf seine Tätigkeit in China und zu ca. 12% auf seine Tätigkeit in Deutschland. Das Finanzamt erkannte seine Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung im Rahmen der Sonderausgaben entsprechend auch nur zu ca. 12% an. Zur Begründung führte es aus, dass Sonderausgaben nicht abziehbar sind, soweit sie mit steuerfreien Einkünften für eine Tätigkeit in einem Drittstaat im Zusammenhang stehen. Der BFH bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung. Mit diesem Abzugsverbot soll eine doppelte steuerliche Berücksichtigung vermieden werden. Interessanterweise verpflichtet das Verfassungsrecht den Gesetzgeber aber auch dann nicht, hiervon eine Ausnahme zu machen wenn im Tätigkeitsstaat keine steuerliche Entlastung für diese Aufwendung gewährt wird. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Dienstaufsichtsbeschwerde und einer Fachaufsichtsbeschwerde? Eine Dienstaufsichtsbeschwerde richten Sie an den Vorgesetzten eines Sachbearbeiters. Sie richtet sich also gegen die Person, die einen bestimmten Vorgang bearbeitet. Diese Beschwerde hat das Ziel, das stattgefundene Verhalten des Mitarbeiters zu rügen. Also wenn er sie zum Beispiel schlecht oder erniedrigend behandelt hat. Haben Sie aber zum Beispiel ein Einspruchsverfahren, das nach einem Jahr noch immer nicht bearbeitet wird? Ist eine Fachaufsichtsbeschwerde das richtige Mittel? Diese Beschwerde richten Sie an den Dienststellenleiter oder die nächsthöhere Vorgesetzte Dienststelle. Also zum Beispiel an das jeweilige Landesministerium oder im Falle des BZST sogar direkt an das BMF. Auch sie ist formlos, sollte aber praktischerweise schriftlich erfolgen. Ihr Ziel ist es, die Situation oder die Entscheidung zu ändern oder gar die vorherige Entscheidung aufzuheben. Selbstverständlich schließt hier das eine nicht das andere aus sodass im Einzelfall sogar von beiden Beschwerdeformen Gebrauch gemacht werden kann. Das war's schon wieder für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like oder einen Kommentar da. Tschüss und bis bald zur nächsten Folge.